als Energie noch energiegeladen auf Platz 5 saß. Seinerzeit war der Vorjahrs-Siebente noch eine Hausmacht, waren die Fans der 12. Mitspieler. Schoss Patrick Sander eines seiner 5 Oberligatore gegen Sachsen-Leipzig. Dann begann die Talfahrt der Lausitzer. Spielerrevolte gegen Trainer Bola. Entlassung im November. Platz 12 kaum noch zu halten. Die gefahrvolle 13 drohte. Timo Zahnleiter, ein Wessi, vermochte nichts zu bewegen. 9 sieglose Spiele, der Tiefpunkt. Das 0:1 zu Hause gegen Erfurt. Das 5. Heimspiel ohne ein Tor. Zahnleiter wie Mittelfeldspieler Frank Lehmann, zudem teils noch glücklos. Timo Zahnleiter hat verkündet, dass er mehrere Sprachen spricht, aber offenbar hat er nicht die gemeinsame Fußballsprache mit der Mannschaft gefunden. Wie sehen Sie die Situation im Nachhinein? Als der Timo Zahnleiter zur Wintervorbereitung zu uns stieß, die Vorbereitung, die das gemacht hat, muss ich eigentlich sagen, war ich eigentlich der Meinung vom Training her und so weiter, unsere Portugal-Reise, das Trainingslager, hatte ich eigentlich viel Optimismus, muss ich sagen, dass wir das irgendwie doch unser Ziel noch schaffen. Wir wollten ja eigentlich unter der ersten 6 kommen, ne? Und gleich direkt in die zweite Bundesliga. Aber wie gesagt, die nackten Zahlen sprechen natürlich gegen Timo Zahnleiter. Und ich muss auch sagen, gerade mit den letzten beiden Spielen, jetzt das Heimspiel gegen Erfurt und das Spiel in Sachsen-Leipzig, war die Kiste irgendwie festgefahren. Also es lief spielerisch gar nicht mehr. Man könnte nun meinen, sarkastisch ausgedrückt, Energie Cottbus will sich als Mannschaft einen Namen machen, indem mit Revolten Trainer vom Sitz gestoßen werden. Das würde ich auf keinen Fall so sehen. Ich meine, sicherlich wurde viel geschrieben über den ersten Trainerwechsel von Fritz Bola. Und sicherlich ging das von der Mannschaft aus, aber jetzt in dem Fall vom Timo Zahnleiter muss ich sagen, gab es überhaupt keine Reaktion aus der Mannschaft. Sicherlich hat man gespürt, dass es nicht mehr vorwärts ging auf dem Spielfeld, aber irgendwie, dass wir gegen ihn trainiert haben oder gegen ihn gespielt haben, kann man nicht sagen. Nach einwöchiger Schonfrist Beschluss in der Vorstandsetage, let's go West, Timo Zahnleiter. Zu spät? Es ist natürlich immer sehr leicht, im Nachhinein die Dinge zu untersuchen, zu früh, zu spät. Tatsache war, und das hat ja auch der Vizepräsident vor kurzem geäußert, dass der Trainer unser absolutes Vertrauen hat. Er hat gut mit der Mannschaft gearbeitet. Schlussendlich hat er Erfolg gefehlt. An was es lag, es gilt zu untersuchen. Wir haben auf jeden Fall heute eine Entscheidung gefällt, nachdem wir uns vom Trainer Herrn Zahnleiter leider trennen mussten. Nach Bola und Zahnleiter warb man als neuen Helfer in der Not den 59-jährigen Hannes Stenzel, der Chemie Guben fast wundersame Weise auf den Ligarang 2 führte. Was konkret haben Sie sich vorgenommen mit der Mannschaft, um mindestens den 12. Platz zu erreichen, um in die Relegation zu kommen? Die Mannschaft wird sich, so hoffe ich, dafür tue ich alles, erinnern, dass sie zu Hause eine Macht ist. In der letzten Zeit ist ihr das nicht gelungen. Aber wir werden, so hoffe ich, in den nächsten 10 Tagen alles optimieren, um hier im Stadion der Freundschaft den ersten Heimsieg zu landen, der lange hat auf sich warten lassen. Die Tauben wären sicher nicht böse, wenn sie schon bald durch einen Toreschrei in Cottbus aufgeschreckt würden.